Hallo Freunde der gepflegten Schiffsunterhaltung. Heute darf ich euch wieder herzlich begrüßen zu diesem Replay mit der Scharnhorst. Eingeschickt von Veribel, vielen Dank. Und warum ich das heute genommen habe, kann ich euch sogar kurz begründen. Denn er hat vielleicht nicht den höchsten Schaden, den wir jemals hier auf dem Kanal sehen werden mit einem 7er. Aber er hat mir versprochen und hat es reingeschrieben, dass er das Schiff möglichst mit allen Munitionsarten so wirklich gut spielt, in Anführungszeichen. Diese also schön in Szene gesetzt werden, sowohl HE als auch AP, als auch die Torpedos, hat mir einen Kill mit jeder dieser Munitionsarten versprochen. Also, schauen wir mal, ob er zu seinem Wort steht. So, da die New Mexico. Da kann man aber noch ein bisschen weiter Gas geben. 5000 Damage. So, und jetzt können wir, glaube ich, so wirklich in die Live-Geschwindigkeit gehen, weil jetzt geht's richtig los. Da, glaube ich, werden wir jetzt am meisten sehen. Bleibt erstmal hier auf der AP-Munition Richtung Kirov. Ein Treffer, aber 760 Hitpoints lediglich abgezogen. Das ist nicht allzu viel. Da muss mehr kommen. Hatsuharu gar nicht so weit weg. Aber nicht mehr zu sehen. König, Kirov, also viele Schiffe, aber so ein ganz schönes Ziel gibt es nicht. Wobei die Kirov hat dir jetzt gut eigentlich die Breitseite gezeigt. Jetzt muss man aufpassen, dass er hier nicht kollidiert. Besonders, weil es sein Kompagnon ist. Gerade nochmal getroffen, aber man sieht, der Schaden noch immer übersichtlich. Repariert hier gleich, heilt da nicht gegen. Also, ja, in dem Fall hätte man auch gut dagegen heilen können, aber jeder, wie er will. Jetzt muss er aufpassen. Da kommen nämlich einige Torpedos. Aber, oh, die verschwinden alle schon. Also, die sind kein Problem mehr. Alles halb so wild. Die Hatsuharu da jetzt wieder. Und auch da eine Minikase. Jetzt hat er einen dicken Treffer bekommen. Jetzt heilt er sich, dass er da wieder auf den vernünftigen Stand kommt. Hat jetzt gerade 5700 Damage gemacht, hat man ganz gut oben gesehen. Ging von 9 auf 14,7 hoch. Also er hat hier wirklich viel zu tun und sein Team ist hier so im Prinzip gar nicht. Das einzige Schiff, was da noch kommt, ist der Flugzeugträger. Das war's auch schon. Jetzt mit HE Richtung Hatsuharu. Dreht hier jetzt gerade bei. 8,4 Kilometer, fliegen recht schnell, machbar und Kill. Ja, da haben wir den ersten HE-Kill. First Blood. Da war die Hatsuharu sehr aggressiv. Also, ob das so smart ist, die so zu spielen, wage ich mal sehr stark zu bezweifeln. Also, sollte man noch ein bisschen passiver agieren. Aber wie gesagt, für ihn ist es natürlich sehr, sehr gut. So, da hinten der Kongo. Oh, schon wieder so ein dicker Treffer. Also da bekommt er schon recht gut auf die Nuss. Kann man nicht anders sagen. Bringt hier seinen Katapultjäger. Jetzt hat er da einen angezündet. Aber scheint direkt wieder gelöscht zu haben. Damage Counter zählt nicht weiter. Also definitiv gelöscht. So, jetzt nochmal HE Richtung König. Aber diesmal wieder angezündet und jetzt kann er nicht mehr löschen. Jetzt kann er höchstens nur noch gegen heilen. Das war's aber auch schon. Er heilt sich wiederum auch gerade. Nochmal hat dann ja noch ein paar Ladungen gut. Also alles noch im Rahmen. Hat mehr als die Hälfte der Hitpoints danach wieder vorhanden. Oh, schön. Alter, 32.000 Damage. Was hat er denn da mit der York angestellt? Da hat er aber mal das Munitionslager rausgewuppt. Ja, ist feiner Hit. Ja, der war richtig schön. Also, ich glaube, da ist ja jeder überrascht. Von der York bis über ihn, bis über uns. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber den nimmt man gerne an. 32.000 Damage. Ja, warum auch nicht, gell? Kann man mal machen.
Und er entschuldigt sich auch gleich, weil ich glaube, er weiß, natürlich ist so, man freut sich darüber, aber man weiß auch selber, wie man sich ärgert. Und das noch mit HE, also das erwartet man so gar nicht, dass man da so einen Damage macht. Aber, Mai, kommt vor. Wie gesagt, für einen selbst freut man sich, für den Gegner denkt man sich nur, oh, wird ich da sauer sein. König, oh ja. Und auch die König, die staubt er da sehr fein ab. Aber ist egal, dritter Kill. Man will ja auch die Krake haben. Geht auch so. Man muss jetzt aufpassen. Viele Torpedoflieger da in der Luft. Die orientieren sich aber scheinbar auf die Dünkirchen. Ich sag das französische Wort nicht mehr. Ich werde jedes Mal gedisst dafür. Also Dünkirchen. Ah, die Dünkirchen. Bekommt da einige ab. Aber immer noch nicht so gut geworfen. Gehen aber immer noch welche daneben. Seine AA schießt. Holt jetzt auch da ein Flugzeug mal runter. Da jetzt auf die New Mexico der Hit wieder mit Brand. Muss immer so ein bisschen aufpassen, weil er scrollt oder er fuchtelt immer mit der Kamera so ein bisschen rum und da sieht man den Damage nicht. Also ich bleibe hier so ein bisschen mehr auf den Schiffen drauf. Oh, Bayern. Noch ein Kill noch. Danach wird es nämlich der Krakenkill. Aber nee, die ist schon weg. Schade. Wie gesagt, abstauben darf man auch mal. Das ist kein Verbrechen. So, hier. Die Torpedos, aber kein Problem. Laufen schön vorbei. Oh ja, New Mexico. Ist nicht so schnell. 2000. Ja, das wird ein Kill, oder? Ja. 1360 und der Kill. Vierter Kill mit 71.000 Damage. Also er hat auf jeden Fall seinen HE-Kill, hat er, den er versprochen hat, den 2 eingelöst. Und wenn ich jetzt richtig gesehen habe, waren es jetzt 2 AP-Kills. Also, jetzt fehlen nur noch die Torpedos, dann haben wir alle Munitionsarten gesehen. Fleißig ist er. Das kann man schon mal sagen. Und es muss ja meines Erachtens nicht immer der allerdickste Damage sein, sondern solche Runden sind mal super funny. Also gerade der York-Kill, den sieht man sehr, sehr selten. So, heilt sich jetzt wieder vielleicht ein bisschen früh. Aber gut, das kann man natürlich so ganz genau nie wirklich vorhersagen. Die Fuso ist da recht nahe dran. Jetzt hat er hier viel zu tun. Beziehungsweise ist das seine Anti-Air in dem Fall. Cleveland aber, der hat das Inselproblem. Dass da... Oh ne, geht sogar ein paar... Oh, könnten dann gut kommen. Ja, schöne Zitadelle, 11.600 Damage. Schön geaimt. Die Torpedos, die fließen hier ins Leere. Katapultjäger ist wieder am Start. Und die Cleveland ist da in einer sehr angenehmen Distanz. Man muss nicht so weit vorhalten, aber mit HE, das ist natürlich jetzt nicht die idealste Bewaffnung. Deswegen jetzt auch AP. Aber jetzt vielleicht ein bisschen zu schräg. Die Fuso versteckt sich da hinter der Insel. Jetzt muss er warten. Das sind alles gerade keine tollen Ziele. Cleveland ist da nämlich zu schräg. Aber er probiert es. In Ermangelung besserer Alternativen macht das dann doch. Torpedos lässt er jetzt Richtung Fuso mal rauslaufen. Komm, Cleveland, dreh noch ein bisschen weiter rein. Ein bisschen mehr wäre noch schön. Also er hat ja nicht mehr viel Hitpoints. Aber es ist halt auch nicht so leicht, dann die Menge zu treffen, die man gerne hätte und braucht. So, da ist jetzt die Fuso. Ah ja, sehr schön. Da hat er die Krake freigelassen. Er hat nicht mehr viel Damage machen müssen. Aber wie gesagt, der Winkel war einfach nicht schön. So, und jetzt jagt er dann die Fuso scheinbar. Ja, bisher muss man sagen, läuft zu seinem Team phänomenal. Erst 3 Schiffe weg. Und der Gegner hat nur noch 4. Davon aber 2 Flugzeugträger. So, wieder Torpedos im Wasser. Aber, also, die muss man sagen, werden ja ganz schlecht geworfen. So,
Die ersten Torpedos, die gingen ja noch absolut ins Leere. Mal schauen, was mit der nächsten Batterie so sein wird. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was die Fuse jetzt macht. Die scheint sich da festgefahren zu haben. Gar nicht doof, da jetzt mal so drauf zu setzen, weil die wird zurückfahren müssen. Hat jetzt hier HE geladen, also das ist jetzt eigentlich wieder AP-Munition, die er hier bräuchte. Da rechts eine Minikase. So, aber die Torpedos, die kommen gut. Die kommen gut. Das wird der Torpedo-Kill. Da lege ich mich fest. Ja. Nee. Doch. Durch den Flutungsschaden. Der gilt. Das war Flutungsschaden. Durch den Flutungsschaden hat er den Kill bekommen. Sein sechster Kill. So, und jetzt die Minikase. Im Nahkampf hier. Also Minikase hat jetzt kaum mehr Chancen. Da haut er mal 2000 HP weg, aber macht ihm hier richtig viel kaputt. Das ist bitter. Torpedos hätte er wieder vorhanden, also da könnte er einfach so mal blind reinsetzen. Da ist die Sapan jetzt auch. Und die Hiryu. Beide vorhanden. So, Torpedos kommen jetzt auf ihn. Ja, da kriegt er auch einen ordentlichen Treffer, aber den Flutungsschaden sofort repariert und heilt sich jetzt gleich gegen. Das heißt, Minikase wird jetzt das Zeitliche segnen und auch die ist weg. Nahkampfexperte, siebter Kill. Fleißig der Bur, fleißig ist er. Gefällt mir vom Gameplay her wirklich schön. Muss man sagen, also da hätte ich nicht viel anders und machen können und auch nicht großartig irgendwas als Feedback zu geben. Also da, ich finde, er holt das Optimale raus, dass man ab und an vielleicht noch die falsche Munitionsart drin hat, aber das kann man jetzt nie so genau vorhersehen. Also da muss man ja, müsste man hell sehen können. Deswegen, das passt schon alles. So, jetzt hier die AP auf die Saipan. Ah, schade. Kam mir nicht schlecht, aber nicht so, wie er es benötigt hätte. So, Katapultjäger ist wieder da, damit kriegt er wieder ein bisschen Übersicht, aber das dient jetzt hier eher den gegnerischen Flugzeugen als irgendwas anderem, glaube ich. Die Frage ist, kriegt er noch ein bisschen Schaden ab? Das checke ich gerade. Nee, ehrlicherweise, er kriegt keinen Schaden mehr die Runde ab und hat jetzt auch noch ein bisschen Flugzeuge, die er hier über sich haben wird. Die zerstört dann noch so ein paar davon. Das schauen wir uns noch kurz an, weil da wird er jetzt hier Torpedobesuch bekommen. Hat aber frühzeitig eingedreht, dementsprechend ein Treffer, aber im überschaubaren Verhältnis. Da hinten nehmen jetzt die Flugzeugträger gerade dicken Schaden. Er hat 14 Flugzeuge runtergeholt, hat 130.598 Schaden gemacht und mit jeder Munitionsart hat er hier einen versenkt. Dementsprechend war es eine schöne Runde. Ich lasse euch hier mal alleine mit den letzten paar Sekunden. Hab hoffentlich euch ein wenig unterhaltendes Gameplay präsentieren können und ansonsten lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.